Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Salome. Hi. Immer noch auf der Suche nach einem schicken Plätzchen zum Aufbauen. Und ich glaube, sondern was war das gerade eben? Hä? Das Geräusch gerade eben war sehr creepy. Was für ein Geräusch? Ich habe nichts gehört. So ein habe ich gehört. Ich glaube, es war eine Schreierin. Okay. Oh, guck mal, Wasser. Ich habe nichts gehört. Vielleicht war es auch nur so Ambiente. Nein. Weil eigentlich ist so früh keine Schreierin da. Hier brauchen wir nicht weiterzulaufen. Da oben kommt was angewalkt. Das ist ein Dicker. Und da drüben kommt noch ein Mädel angewalkt. Und ich gebe zu, so dezent creepy ist das aktuell. Wegen dem Nebel auch mit. Er steht aber wieder auf. Boah, das klingt so widerlich. Nix da. Scheiße. Ja, das kannst du laut sagen. Oh. Haben wir da was Schönes? Ich hab Knochenbruch. Ach du Scheiße. Kann ich das mitten? Nö, kann ich nicht. Muss ich jetzt irgendwas nehmen? Ja, eine Schiene. Nee, ich hab nur ein verstauchtes Bein und leichte Infektion. Alles gut. Schön. Töte ein paar männliche Zombies. Da drinnen ist übrigens noch Bier. Falls du mitnehmen möchtest. Ich hab dafür keinen Platz. Ich habe jetzt ein verstauchtes Bein und kann nicht mehr rennen. Ja, super. Und eine Infektion hast du auch. Ich sag ja, wir sind total im Arsch. Wir hätten nach Norden gehen sollen, wie ich es gesagt habe. Ich hab noch gefragt, sollen wir nach Norden gehen? Da kamst du an. Nee. Nein, du hast. Ich habe jetzt da unten gesagt, dann lass uns wieder nach Norden gehen. Da hast du gesagt, nee, ich würde gerne nach Westen. Ach so. Ja, wir können ja jederzeit wieder nach Norden gehen. Ist ja wir sollten jetzt nach Norden gehen, weil wir kommen wahrscheinlich nicht groß weit weg von hier. Gehen wir übrigens schon. Ja, müssen wir ja. Du musst übrigens mal bei dir in dem Charakterding gucken, was du machen musst, weil du hast nämlich Grundleben verloren und da musst du eh was machen, damit du das wieder herstellen kannst. Sterben. Oh, guck mal, da ist eine Krankenschwester. Ja. Bläh, bläh. Jetzt können wir übrigens gerade nicht nach Norden gehen, weil dieser Berg gerade im Weg ist. Yep. Nur so als Info. Nicht, alles dass da gut. Wieder, alles gut. Nicht, dass da wieder die Leute kommen. Nee, ihr geht ja schon wieder nicht nach Norden. Aber beim verstauchten Bein? Kann ich da jetzt rennen oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Dein Bein ist verstaucht und macht dich langsamer. Du wirst einige Zeit zum Heilen brauchen. Springen oder Sprinte verzögert die Heilung oder können dich verletzen. Zudem können kritische Treffer zu einem gebrochenen Bein führen. Deine maximale Gesundheit ist... Wenn du jetzt nochmal einen kritischen Treffer von einem Zombie aufs Maul kriegst, dann kann es gebrochen sein, aber Rennen und Springen macht das nicht kaputt, aber es verhindert oder es verzögert halt die Heilzeit oder verlängert die Heilzeit. Okay. Das kommt da unten schon wieder angewatschelt. Da ist doch schon wieder irgendwas. Aber es sind nur 7 Minuten. Ja, Gott sei Dank. Aber kann schon lange genug sein. Ich habe 5 Fertigkeitspunkte? Okay, vorhin war es noch einer. Oh, Packesel, bitte, bitte, bitte. Ja, Ich müsste was essen. Ja, tschüss. Tschüss. Oh, schön. Nie wieder volles Inventar. Nie wieder langsam durch volles Inventar. Oh, schön. Ich hätte noch Kaffee. Soll ich dich tragen? Nee. Das wär's, wenn das noch funktionieren würde. Ja. So, wir sind wieder auf Norden, wir sind wieder auf Kurs. Oh.
Nix. Was? Ach so, was hast du denn da wieder gefindet? Nix. Auf einmal hier voll der Boss, voll die fette Rüstung, voll die Knarren. Ja, das wär's. Das wär's. Aber da müssen wir noch ein paar Level steigen, für mich ist richtig verstanden habe jetzt. Ja. Was für ein Level habe ich? 3 Level muss ich noch steigen dafür. Ja, ich bin Level 10, ja. Level 9. Ja, und dann gibt's die erste kleine Chance, dass du so eine Waffe finden kannst. Das muss nicht heißen, dass du direkt was findest, ne? Nur so als Info. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du direkt irgendwas mit Level 6 oder sowas kriegst, also brauchst du extrem viel Glück. Sondern das steigert sich so langsam, weißt du? Als erstes findest du zum Beispiel so Steinäxte oder Steinschaufeln, dann findest du so langsam Level 2, Level 3, Level 4, bla bla bla. Und irgendwann dann, wenn du das passende Gear hast, dann kriegst du so langsam mal die Eisenschaufel mit Level 1 und dann so eine Eisenschaufel Level 3, Level 4. Finde ich viel besser, dass du nicht da direkt zu Beginn gehst 3 Meter, machst eine Kiste auf und hast direkt irgendwie so eine Knarre Level 6. Da finde ich das viel besser. Ja. Ich bin zwar eigentlich so der Typ, dem das nicht schnell genug gehen kann und der eigentlich nicht überpowered sein kann zu Beginn, aber da muss ich doch sagen, das war ein bisschen arg heftig, was man da teils zu Beginn schon für Zeug gekriegt hat. Wo man doch nicht mal irgendwie einen Tag überlebt, aber schon irgendwie 3 Waffen mit Level 6 gefunden. Fand ich ein bisschen arg overpowered, ehrlich gesagt. Oh ja. Und mir ist jetzt warm. Okay, ich vermute mal wegen deinem wunderschönen Ritterhelm, den du da auf hast. Wahrscheinlich, ja. Und deiner dicken Winterjacke oder sowas. Gut möglich. Ach, da kommt wieder jemand. Ich komme dem Berg nach oben gelaufen. Und das total schnell. Lauf, Forest! Lauf! Lauf, Akaya, lauf! Nein, da heißt sie Silver. Ach, hier heißt es Silver, okay. Ja. Dann lauf, Silver, lauf. Klingt auch besser, passt auch besser. Ja. Oh, hast du Eier einstecken? Ja, hab ich. Da ist ein Nest. Ich werde bestimmt jetzt noch mehr tragen, Mann. Ja, das ist ja egal. Es darf nur keinen neuen Platz einnehmen. Dann ist das blöd. Ah! Entschuldigung. Aber wenn das schon bestehende Plätze deckt, dann ist das egal. Dann bist du nicht mehr überladen als vorher. Okay, okay. Du immer mit deinem okay, okay. Okay, okay. Ja, und wie man sieht, es ist also auch nicht komplett finster, wie es früher immer gewesen ist, sondern es hat jetzt wirklich eine angemessene Dunkelheit. Und wie man sieht, so langsam wird der Himmel auch wieder hell. Es wird also auch wieder, es wird realistisch, wird das hell gehalten und langsam hell, wenn der Morgen grau ist. Ich komme den Berg hinauf. Ich komme gleich den Berg wieder runter. Da kommt eine kranke Schwester. Oh, Holz. Erst plündern. Dann gibt's was auf die Omo. Du solltest mal ein Schmerzmittel nehmen. Ups, jetzt bin ich fast den Berg runtergefallen. Gemacht. Super. Meine Beine ist trotzdem verstaucht. Ja, das ist klar. Du hast ja nur eigentlich keine Schmerzen mehr. Oh, guck mal, Grünfläche. Aber Hunger. Hunger, ich habe leider nichts mehr, glaube ich. Ich hab noch Wildbrät. Rohes, oder was? Nein, verkohltes. Verkohltes. Na, immerhin. Ich hab noch roten Tee. Roten Tee? Roten Tee. Roten Tee. Roten Tee. Also irgendwie mochte ich die verbrannte Ebene mehr. Da habe ich wenigstens besser den Boden gesehen. Was ist das? Da geht's nach unten? Wo ist denn meine Fackel? Hey Arschloch, das Ödland ist einsam und trostlos. Wir haben dich beobachtet und denken, dass du gut zu unserem Clan passen würdest. Aber bevor wir noch ein hungriges Maul durchführen müssen, musst du dich erst als würdig erweisen. Erledige diese Aufgabe und vielleicht nehmen wir dich auf. Ja. Ach so. Hier ist ja nichts. Ich
dachte, weil hier so eine Treppe runtergeht, wäre hier jetzt irgendwas. Vorsicht, da kommt eine Treppe, Ja, sagte die Erbse zur anderen Erbse. Ja. Oh, okay. Nee, noch anderes. Hm? Nix. Das war nur dieser echte Kerl-Auftrag. Ach, der ist schon hier in der Nähe, oder was? Nein, der ist beim Dings, beim Schneebiom da hinten. Ach so, ich dachte schon. Bloß nicht machen. Nee. Wir sind kaputt, wenn wir diese Quest jetzt starten würden. Ach, da ist nichts Gescheites drin, was uns nützt. Ich kann gleich wieder rennen. Und dann fällst du 2 Meter immer runter und hast dann wieder was. Ja. Das ist mir nämlich auch schön passiert. Wurde von einem Geier angegriffen, hatte einen Kratzer, bin runter in die Bude, hab mir meinen Kratzer verbunden, bin hoch, kam der nächste Geier, schon wieder ein Kratzer. Das finde ich scheiße. Da kommt ein ekliger Rülpser zu dir. Ein ekliger Rülpser? Ja, die hören sich nur so an. Ich sehe dir, du ekliger Rülpser. Geh weg. Schieß ihn doch. Ich mag ja nicht. Okay, ich mag doch. Ich hab keine Ausdauer mehr gehabt. Komm nicht mehr hoch. Guck, wie schön das jetzt aussieht, wenn das jetzt so hell wird. Und so finde ich das viel angenehmer als. Da ich gerade hauptsächlich einen Baum in Blickfeld habe, kann ich da nicht groß mitreden gerade. Hallo. Na, langsam bitte. Nicht so hastig hier runter. Ich kann wieder rennen. Yay. Yay. Ab geht's. Ja, und wie man sieht, jetzt ist es auch direkt hell und es wird nicht auf einmal taghell, wenn 4 Uhr morgens ist, sondern es wird schön, angenehm, hell, wie in der Realität. Alter, bin ich gerade erschrocken. Ich gucke zur Seite, weil ich irgendwas gehört habe und dann rennst du an mir vorbei. Wow. So, wo jetzt lang? Gute Frage. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Yep. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal geradeaus nach Norden weiter und schauen mal in dem grünen Biom, ob wir irgendwo ein Städtchen finden. Okay. Ach, guck mal, da kommt was Nackiges da unten. Schnapp sie dir, Tiger! Yeah! Lass ihn raus, den Tiger. Zeig ihr, was du kannst. So. Der Kellogg's Frosties schmeckeln so. Die wecken den Zombie in dir. Und dir. Alter, wie du läufst, ey. Das sieht so behindert aus. Ich hab ja auch eine Infektion. Ja, ich auch. Meine ist mittlerweile bei knapp 24%. Ich bin bei 2,9. Ging jetzt doch relativ schnell. Ich hab dich schnaufen gehört. Ich brauche dringend Antibiotika. Es ist blöd, dass die scheinbar sehr selten da verteilt sind. Da drüben wankt wieder was. Es ist eher gerade blöd, dass hier die Stadt sehr selten vorhanden ist. Ja, das auch. Ja gut, auch wenn eine Stadt da war, habe ich trotzdem so gut wie kein Antibiotika gefunden. Selbst im Krankenhaus oder in so einer Apotheke, da gab es nur Vitamine und Schmerzmittel. Aber Antibiotika? Nichts zu Wolle. Da habe ich sehr lange suchen müssen, tatsächlich. Okay, das ist doof. Yep. Deswegen vermute ich ja ganz stark, dass wir wahrscheinlich erstmal sterben werden. Ich will nicht sterben. Ich auch nicht. Aber was soll ich denn machen? Einfach nicht sterben. Zombie werden. Ja, voll. Einfach. Eine Möglichkeit wäre auch noch, zu einem Händler zu gehen. Der hat eventuell auch was, aber erstmal einen Händler finden und B. Der muss erstmal wirklich was haben. Und natürliches Zeug herstellen brauchen wir eine Chemiestation. Chemiestation. Ja. Da haben wir. Da steht jetzt natürlich nicht bei. Ah, doch hier.
Schimmliges Grafikfehler. Wenn ich jetzt durch die Welt falle, weiß Bescheid. Hä? Ich sagte, oh, Grafikfehler. Wenn ich jetzt durch die Welt falle. Ich hätte gerade kurz einen Grafikfehler gehabt. Achso, ja, dass mal der Boden irgendwie weg ist, ne? Nee, ich habe einfach nur eine Wand gesehen aus Boden. Okay. Ich hab schon wieder Hunger, Alter. Ja. Ich glaube, ich werde eher dran sterben, dass ich verhungere. Ja, vor allem hier ist nichts. Ein Haus ist hier. Du bist durstig, ja. Da habe ich zumindest doch was. Und nein, das sind keine Antibiotika, die ich hier übrigens habe, das sind Vitamine. Nur für den Fall, dass, oh, du hast da doch irgendeine Medizin im Rucksack. So, ja, das sind Vitamine. Die haben leider Gottes nichts damit zu tun, irgendwas zu heilen, sondern eher um was vorzubeugen. Wo bist du denn schon wieder? Alter, du bist schon wieder voll auf dem falschen Weg. Du läufst nach Westen. Ich wollte zum Haus wieder gehen. Waren wir da nicht schon drinne? Ja. Ja, dann brauchen wir da auch nicht nochmal hin. Da kommt was auf dich zu, helf mir mal. Ich kann leider nicht so oft schlagen, weil ich dank der Infektion meine Ausdauer halt nicht sonderlich schnell regeneriert. Wie kann ich mein Knochenmesser reparieren? Mit einem Knochen. Okay, hab ich ja da. Mit einem Knochen. Mit einem Knöchel. Ich hab Hunger. Ich hab krank. Ich hab Rücken. Hunger. Ich hab Rücken. Angeln wäre jetzt geil. Oh, das fehlt auch noch, ja. Schön lecker Fische angeln. Hm. Toll, jetzt habe ich ein Wildbret gegessen, jetzt habe ich wieder Durst. Yay. So, wir kommen zu einer Straße wieder. Warte ich mich anzufassen. Aua! Wie sie angestürmt kommt. Okay. Einen Moment bitte. Please hold the line. Ja, ich blute gerade. Oh, das ist nicht so gut. Da brauchst du jetzt einen Verband. Hast du keinen? Doch. Ja, dann nehmen. Aber es ist ja schon vorbei. Ich war nur nur so und so viele Sekunden. Hast du eine Schnittwunde oder sowas? Das würde dann da unten auch angezeigt werden, wo auch deine Infektion zum Beispiel steht. Leichte Infektion. Sonst nichts, dann hast du auch nichts. Nö. Nur wenn du jetzt eine Schürf- oder eine Schnittwunde oder sowas hättest, dann würdest du auch so ein Icon unten über dem Leben und der Ausdauer. Nee, aber Durchfall habe ich, glaube ich. Was, Durchfall? Ja. Von was hast du Durchfall? Ich habe was getrunken. Von normalem Wasser? Nein, Durchfallmedizin stand bei mir. So rum. Ah, okay. Weil Durchfall durch Getränke gibt's nicht mehr. Da steht 0%. Von daher kann es das nicht mehr sein. Ja, es gibt keinen Durchfall. Nee, doch, Durchfall gibt es noch, aber die Lebensmittelvergiftung gibt's nicht mehr. Ah. Gibt nur noch die Scheißerei. Die Scheißeritis. Ja, die Scheißeritis. Ich will endlich irgendwie eine Stadt finden oder sowas. Ich schwöre, ich schalte gleich in Flugmodus um und guck nach. Ich glaube, das wäre langsam sinnvoller. Weil ich habe keine Lust, Ewigkeiten zu suchen. Weil die Straße, die wir gefunden haben, führt nämlich auch nur zurück dahin, wo wir hergekommen sind. Aber ja, da hinten ist eine Straße. Wo? Wo ich das Haus markiert hatte. Da sind wir schon lange dran vorbei. Ja, aber vielleicht führt auch hier oben die Straße irgendwo hin. Also was, ich schalte jetzt in den Flugmodus um. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe keinen Bock, hier irgendwie 30 Folgen damit zu verbringen, irgendwie ein Dingens zu suchen. So, Entschuldigung. Tschüss. Ja. Dieser Gottmodus hat halt jetzt leider meine Infektion geheilt. Das tut mir leid. Alter, hier ist nichts. Kannst du auch drück mal auf F1? Öffnet sich dann so ein Chat-Dingens?
Ja. Dann gib mal ein DE. Ja. Warte mal, es ist gerade bei mir gerade Großschrift, ja. DE. Also DE BUG. Was? DE DU. Oder was? DE BUG. BUG. Ja, Debug. ME. Zusammengeschrieben alles? Ja. Ja, und alles klein. Ja. Und NU. Also Debug-Menü praktisch. Nur statt Ü, ja. O. Ü, Ja. Ja. Und jetzt bestätigen und dann müsste dabei stehen. Verweigert. Kann ich das dir irgendwie geben? Unbekannter Befehl, ja, schön. Lass es gut sein, flieg einfach dann vor und ich laufe hinterher. Das ist toll. Okay. Oder sag halt, in welche Richtung ich dann laufen soll. Ich weiß gerade gar nicht, in welche Richtung. Südwesten. Ich glaube, ich gehe nur wieder zurück. Also, aber hier ist nichts. Hier ist rein gar nichts. Es ist alles nur Hügel, Büsche, Bäume, Wasser. Das ist schlecht. Keine Stadt, kein Händler, nichts. Ich glaube, wir sollten lieber sterben und nochmal anfangen. Ja, wäre vielleicht eine Idee. Dass wir, ja gut, dann fangen wir da an, wo wir vorher angefangen haben. Denke ich mal. Und dann haben wir den gleichen Weg ja auch wieder. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wenn ich jetzt dann eine Matratze vor allem, wenn ich jetzt so ein Dingens hinlege und du dann stirbst, ob du da dann rauskommst oder ob das nur funktioniert, wenn du deinen eigenen... Das weiß ich auch nicht. Müssen wir eventuell auch mal ausprobieren. Aber hier ist... Ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie 600 Meter von dir entfernt. Es ist nichts. Da ist jetzt eine Straße. Da ist jetzt eine Straße. Aber es ist nichts. Nur Bäume, Hügel, Wasser. Da hinten kommt schon das Schneebiom. Gelegentlich ist mal ein Gebäude da. Ich habe ja meine Scheißkarte. Und das war's. Ich glaube, liebe Leute, wir dürfen das Ganze nochmal neu anfangen. Ja, ich glaube auch. Oh, ich glaube, da hinten im Schneebiom kommt eine Stadt. Weil da ist nämlich so, ich weiß nicht, wenn ihr bei mir das seht, da ist so die typische, so eine Straßen, so eine Gitterzeichnung von Straßen und da kommen auch Gebäude jetzt. Da kommt jetzt eine Stadt, ist halt im Schneebiom. Ja, ist die Stadt, ne? Das ist echt ein ganzer Arsch weit weg, ne? Ich bin jetzt 1,2 Kilometer von dir entfernt. Ja, ich sehe es. Oh, da ist ein Busch in der Luft. Alter, bin ich gerade erschrocken. Da ist ein Heidelbeerbusch mitten in der Luft. Irgendwie, keine Ahnung, 3 Kilometer über dem Boden. Okay. Geil. Alter, bin ich erschrocken. Oh, da drüben ist, glaube ich, auch eine Stadt. Nicht, aber Alter, das im Schneebiom, das ist, die Stadt ist riesig. Alter, die Stadt ist riesig. Das sieht aus, als wäre das so eine Industriestadt. Okay. Wie geht's? Ich bin auf dem Weg. Ja, wir probieren das mal aus. Ich lege dann mal so ein Dingens hin. Ich lasse mich nicht sterben. Und wir können den scheiß Weg nochmal latschen. Ja, mein Gott, und da hinten, hinter der riesigen Schneestadt kommt die nächste. Es ist halt nur die Frage, wir brauchen halt jetzt noch einen Händler irgendwo in der Nähe. Ja. Also ich habe jetzt auch eine Stadt, wo nicht im Schneebiom ist. Das ist gut.
Jetzt brauchen wir halt nur noch einen Händler. Ja. Oh, da ist auch ein Friedhof. Es tut mir leid, liebe Leute, dass wir jetzt hier so in Anführungsstrichen mogeln oder ich mogel. Wenn es gehen würde, hätte ich Salome das auch gegeben, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Muss er mal eventuell gucken, wie das funktioniert, wenn es denn überhaupt funktioniert. Ich glaube, auf dem Weg bis dahin werde ich erstmal verhungert sein. Das kann passieren. Ja, da hinten, ach, da hinten fängt dann Wüste an. Ich fress gleich Glas. Ja, dann stirbst du auch, das ist dir klar, ne? Ich sterbe doch sowieso, bevor ich überhaupt da ankomme, wo du bist. Ja, deswegen sage ich ja, wir probieren das dann aus, ob das funktioniert. Oh, da ist eine, oben haben wir eine Stadt im Schnee, darunter 100 Meter entfernt eine Stadt im Wald, 100 Meter weiter kommt dann wieder eine Stadt und dann kommt eine Stadt in der Wüste, yay. Und wir rennen erstmal 4 Folgen oder 6 Folgen hier rum und finden einfach nichts, ja. Nur um dann eine Stadt nach der anderen zu finden. Schön. Yay. Jetzt habe ich aber das Problem, hier ist nirgendwo ein Händler mit dabei. Autsch. Oh, schön. Sogar in der Wüste sind überall Bäume. Geil. Händler. Der ist leer. Der Händler. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter jetzt. Oh, was ist das? Ist das ein Händler? Nee. Das ist nur ein schönes, eingemauertes Gebäude. Oh, Alter, hier sind die ganzen Bäume in der Luft. Yay. Ich glaube, diese Map ist irgendwie so ein bisschen fehlerhaft. Glaube ich auch. Weil das ist nicht normal. Und das liegt auch nicht unbedingt daran, dass ich jetzt hier mit Gottmodus rumschwirre. Das habe ich nämlich auch da im Privatspielstand gemacht. Und da sind keine Bäume fehlerhaft gespawnt. Ich habe auch jetzt halt auch die ganze Zeit immer noch dieses No Trader. Egal, wo ich hinschwebe, es ist nirgendwo ein Händler. Ich glaube, diese Map ist wirklich nicht ganz astrein. Dann machen wir halt neue. Ich glaube, wir bevorzugen dann einfach eine, die schon bestanden, die schon besteht, hier, die wo wir vorher halt sonst haben. Hier schwebe ich jetzt durch die Pampa auf eigentlich einer angemessenen Höhe und trotzdem spawnen die Bäume überall da, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Finde ich seltsam, ehrlich gesagt. Finde ich seltsam. Wo bin ich denn? Auch ganz da hinten. Und wo bist du? Ach du Scheiße. Also ich habe jetzt schon irgendwie 4 oder 5 Städte überflogen. Bei keiner war auch nur annähernd ein Händler in der Nähe. Ich glaube, es existiert hier überhaupt keiner. Ich glaube, da hat der Map Generator irgendwie Scheiße gebaut. Das ist gut möglich. Weil ich glaube, normal ist das nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Und wie gesagt, als ich meinen Privatspielstand hatte, hatte ich das auch nicht. Ich meine, ich kann gerne auch mal das Fliegen wegnehmen, aber dann wird das wahrscheinlich trotzdem nicht wieder normal spawnen. Mein Bein ist gebrochen. Ist mir egal, ich bin Gott. Interessiert mich nicht. Jetzt laufe ich mal eine Weile einfach so. Da kommt ein Häuschen. Ja, da sind immer noch Bäume in der Luft.
Ach, schön ist, dass ich jetzt laufen kann, bis ich schwarz werde, ohne dass ich warten muss. Ach, schön. Ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl und das Bedürfnis. Ich meine, siehst du, wenn du irgendwo vorbeiläufst, dass auch Bäume schweben? Nö. Hau ab da. Ich bin aber auch immer noch weit weg von dir. Ich bin noch nicht mal in der Nähe von diesen Schneebiomen scheinbar. Ja, okay. Dann sind hier verbrannte Bäume. Das gehört auch eigentlich nicht in dieses Biom. Also irgendwie habe ich das Bedürfnis, das nochmal neu zu starten. Ja, da sind auch wieder jede Menge Bäume in der Luft. Schön. Sollte ich das jetzt mit dem Gottmodus? Ja, da hinten sind auch eine ganze Menge Bäume in der Luft. Und da hinten war ich, glaube ich, auch noch nicht. Nö, da hinten ist noch komplett alles unentdeckt. Es ist kein Händler anwesend. Die Bäume sind in der Luft. Die Biome stimmen nicht mit den Pflanzen überein. Also ich glaube, da hat der Map Generator echt Scheiße gebaut. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt hier die nächste Folge starten, wir haben schon 31 Minuten, nehmen wir mal eine Map, die ja schon, sag ich mal, existiert. Einfach so. Inwiefern existiert? Ja, das, wo wir vorher halt hatten, diese Pre-1, Pre-2, Pre-3, Try vor allem, ja, Wir die, try. ja, diese vorgegebenen Maps da, wo man vorher nicht selber generiert. Wo wir eben in der Alpha 18, wo wir die ganze Zeit auch hatten. Ich finde es lustig, ich bin jetzt nur noch 2,9 Kilometer von dir entfernt. Erst wurde es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und jetzt wird es weniger, aber irgendwie komme ich trotzdem nicht bei dir an. Und das Schneebiom bin ich bei weitem noch nicht. Töte dich mal. Ich will wissen, ob, bevor wir hier die neue Map aufbauen oder die neue Map laden, würde ich gerne wissen, ob du hier auftauchst. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich bei weit und breit nicht mehr von Weitem ein Schneebiom sehe. Ja, du bist auch sehr, sehr weit entfernt. Ja. Du hast doch ein ganz schönes Stück vor dir. Welchen Zombie sehe, lass ich mich umbringen. Genau. Und jetzt kommt keiner mehr, weißt du? Ich sehe jetzt keinen Aber mehr die ganze wie ihr Zeit. bei mir hier seht, da hinten in dem Schnee, in dem mehr oder weniger Schneebiom, da sind überall die Bäume stehen in der Luft. Die Gebäude nicht, das sind irgendwie nur die Bäume und Pflanzen, die wo da in der Luft stehen. Und da waren wir noch nicht annähernd. Und ich vermute mal, das Problem besteht auch schon bevor, dass ich den Gottmodus angeschmissen habe. I believe I can fly. Nee, funktioniert nicht. Weil, Ah, doch wie nicht. schon erwähnt, im Privatspielstand habe ich mir auch mit Gottmodus und Flugmodus einen schönen Platz gesucht. Und da war alles komplett normal, auch in der Alpha 19. Deswegen, ich weiß nicht, was jetzt hier der für ein Problem hat. Halt auch mit dem Finde Händler No Trader, dass halt kein Trader in der Nähe ist, sagt eigentlich auch schon alles. Und man sieht ja, wie weit ich jetzt geflogen bin. Also da hätte auf jeden Fall irgendwo ein Händler sein müssen. Ist leider auch keiner. Gut. In meiner letzten Amtshandlung. Ich lasse mich gerade sterben. Da. Ich schätze mal, hier bin ich aufgetaucht. Hallo, ich lasse mich Wenn. gerade sterben. Ja, ich überlege ja nur. Hier an der Und Stelle, tot. glaube ich. Hier an der Stelle bin ich, glaube ich, aufgetaucht, gespawnt. Und ich bin da so ein bisschen in der Nähe. Also wäre hier ein Händler in der Nähe, wäre was angezeigt. So, was kannst du jetzt? Kannst du jetzt auf Schlafsack erscheinen oder sowas? Nein. Oh, okay, dann musst du deinen eigenen Pre wahrscheinlich hinlegen. Auch Blöd. nicht. Ich bin hier sonst irgendwo. Warte mal. Oh, du bist in einer ganz anderen Richtung. Oh lol. Vorher warst du irgendwie so ein bisschen schräg über mir, jetzt bist du schräg unter mir. Geil. Auch nicht schlecht. Okay, Ich bin in der Wüste. das funktioniert also schon mal nicht. Aber ich sehe die fliegenden Bäume. Yep, und das ist definitiv nicht normal. Genauso wie hier. Hier ist eigentlich ein normales Grasbiom. Hier unten ist Gras, aber es ist alles voller verbrannter Bäume. Also theoretisch gesehen wäre das hier ein verbranntes Biom. Ich glaube, da hat der Biom-Generator irgendwie was Wir falsch sind in gemacht. Eureka!
Vielleicht haben wir das Problem auch halt im Multiplayer, dass der Multiplayer noch nicht ganz funktioniert. Ich hoffe nicht. Ansonsten müssen wir in der Alpha 18 wieder weiterspielen und möchte ich eigentlich gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber ihr seht schon hier die ganzen Bäume in der Luft, auch oberhalb von Gebäuden und teilweise in Gebäuden. Also da ist irgendwas mit der Welterstellung irgendwas schiefgelaufen. Ja. So, deswegen würde ich sagen, wir beenden jetzt die Folge, gehen hier raus und starten jetzt halt so eine vorgegebene Welt und gucken, ob wenigstens da alles okay ist. Warte. Ich warte. Auf was? Ich hätte jetzt Antibiotika, das wäre jetzt lustig gewesen. Das hätte ich nicht lachen müssen. Naja gut, ich bin hier in einer gigantischen Stadt jetzt hier. Hier fliegt bestimmt irgendwo ein bisschen Antibiotika rum, aber ganz ehrlich, mit so einer kaputten Map will ich eigentlich gar nicht spielen. Hier ist ein dicker, fetter Schatten von einem Baum, der in der Luft hängt. Geil. Ja, vor allem, wie sollen wir denn überhaupt die Bäume fällen in der Luft? Geht ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Nein. Naja, ich kann ja fliegen. Ja, du. Okay, sie zu fällen ist möglich aus der Luft, aber dazu muss man halt fliegen können. Yep. Ist blöd. Yep. Gut. Eine sehr kaputte Map, ein schöner Start für eine neue Runde. Ach schön. Entschuldigung. Jetzt, wo ich den Baum gefällt habe, jetzt fällt er runter. Schön. Gut, dass keiner drunter stand, wollte ich sagen. Gut, dass keiner drunter stand. Ja. Aber du blablabla kam raus. Guck mal, bin ich nicht schnell? Ja. Ist schon an mir vorbei. Oh. Huch. Guck, da hinten sind auch schwebende Bäume. Jupp. Also irgendwie ist die Map komplett kaputt. Eine Schlange. Ich höre dich. Hör dich auch, aber ich sehe dich nicht mehr. Dödem. Nee, ich sehe dich nicht. Guck mal auf den Boden. Okay. Tschüss. Jui. Oh Mann. Na okay. Ja, es gibt keine Weltkollision, deswegen kann ich da in der... Dann durch unter die Erde. Ach so. Wenigstens haben wir uns zum Abschluss nochmal gesehen. Genau. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Tschüss. Also, tschüss.